Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sonic und Sega All-Stars Racing. Heute spielen wir den Gruselpokal. Und ich erinnere mich schon kaum noch an die Strecken da drin. Ich habe heute mal die Chuchus ausgewählt, spiele natürlich wieder auf Profi. Und die Chuchus habe ich ausgewählt, weil ich habe ja die letzten zwei Pokale, habe ich ja Ryo gehabt und Shadow. Und die sind ja zwei der allerbesten Charaktere, beziehungsweise Shadow ist ja der beste Charakter. Und ich demonstriere heute mal, dass die Chuchus echt kacke sind. Und dass das Spiel keinesfalls gebalanced ist. Wir haben zwar einen lustigen All-Star, schön schon mal abgeschossen. Aber die Chuchus sind verhältnismäßig echt ein schlechter Charakter. Weil die so einen extrem riesigen Driftradius haben, verhältnismäßig. Das sieht an vielen Stellen vielleicht nach nicht so viel aus, aber es bringt mich leider sehr, sehr oft an den Rand des Spielfeldes irgendwie. Und das in Kombination damit, dass ich mich mal so gar nicht mehr an die Strecken erinnere. Ja, das könnte heute eine richtige Mistfolge werden. Ich bin auch gerade nur Vierter. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen was aufholen kann hier. Mit den, na, klasse. Nächster Treffer. Okay, ich war kurz Dritter, jetzt wieder Vierter. Ja, okay, erste Runde schon vorbei. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht so viel ab in der zweiten Runde. Ich habe jetzt schon wieder mehr abgekriegt als Flasti in seinen kompletten vier Rennen im letzten Mario Kart. Also Grüße an den Flasti wie aus der Ferne. Sollte da mal reinschauen. Mario Kart DS spielt er. Hat jetzt alle Cups gemacht und hat Luck gehabt für fünf Leute. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich schon mal das sowas gesehen habe bei Mario Kart. Das war unglaublich. Aber nun gut. Wieso bin ich jetzt aus der Strecke geflogen? Naja, egal. Gut. Ich habe den Stern selbst. Sehr schön. Aber immerhin, der Vorteil ist, wenn ich mit den Chuchus versage, dann sehe ich vielleicht wenigstens mal den All-Star und kann den mal zeigen. Weil ich glaube, bisher konnte ich den ja nur einmal zeigen bei Opa Opa und da hatte ich auch noch das Falsche gewählt. Und hier gibt es zumindest auch keine Wahlmöglichkeit. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt Zweiter und schon kommt die nächste Rakete auf mich geflogen. Das ist so unglaublich. Ah, dritte Runde. Aber hey, wir sind schon Platz besser als in der letzten Runde. Okay, vorbei ein Ei-Ei. Jetzt gutes Item. Ja, so drei rote Raketen. Okay, eine. Perfekt. Erster. Yay. Spoilers, ich kenne mich halt echt nicht mehr mit den Strecken hier aus. Und bei diesem Cup hier ist es besonders... Also hier wird es jetzt immer... Shit. Hier wird es immer relevanter. Und hier dachte ich jetzt echt gerade, es geht geradeaus. Das ist das Problem. Also ich sag mal, wenn man eingefahren ist, ist es echt super leicht, jedes Rennen zu gewinnen. Und zwar wirklich jedes. Aber wenn, wie gesagt, das ist ja hier so. Das Gummiband hält alles zusammen. Und jetzt muss ich hier richtig leiden, weil ich halt einmal falsch gefahren bin. In drei ganzen Runden. Und weil ich hier ständig abgeschossen werde. Mann, kann ich wenigstens noch die dicke Katze überholen? Das wäre auch schon was wert. Dritter, sehr schön. Jetzt noch ein gutes Item. Schild ist gut. Sehr schön, haben wir auch noch gekriegt. Dritter, yay! Naja, ist okay. Ist okay. Damit kann ich leben. Warum habe ich die Befürchtung, dass das nicht mal das Schlechteste drin gewesen ist? Ah, jetzt kommen wir zum verlorenen Palast. Das war die Demo-Strecke, die es damals gab, als die Demo rausgebracht wurde. Da konnte man nur den verlorenen Palast und darauf Sonic, glaube ich, fahren. Ich weiß nicht, ob man auch Banjo und Kazooie fahren konnte. Aber ich weiß noch, ich war so begeistert. Ich bin bestimmt 10-mal diese Strecke gefahren, wenn nicht sogar öfter. Und ich hatte solche Vorfreude auf das Spiel. Und ich verstehe nicht, was der Turbo-Status für diesen verkackten Chuchus, ey. Ich mache das genauso wie bei allen anderen Charakteren. Nur bei den Chuchus funktioniert irgendwie nicht der Turbo-Start. Ich kapiere es einfach nicht. Irgendwas muss bei denen total anders funktionieren. Also, Flasti, wenn du das weißt, schreib es in die Kommentare. Oder wenn es jemand anders weiß von euch. Weil irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich mache aber alles genauso wie vorher. Und da hat es ja auch geklappt. Scheiße. Ob ich irgendwie früher schon drücken muss oder später? Ich werde den anderen zwei Rennen mal rumexperimentieren. Ja, den verlorenen Palast erinnere ich mich auch so mäßig. Also ich merke echt, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe. Will ich mich sogar an den kaum noch erinnern. Er ist wirklich sehr stark verblasst. Und ja. Witzigerweise dachte ich am Anfang, dass das Spiel gar nicht so leicht wäre.
Aber das ist wohl wirklich leicht, wenn man halt die Strecken kennt. Wenn man sie allerdings nicht mehr kennt, dann ist das Spiel sehr schwer. Okay, gut, ich bin doch auf Profi, das muss man auch sagen. Wenn ich das jetzt auf leicht spielen würde, wäre es sicherlich ein Kindergartenspaziergang. Okay, hier sind wir durch. Shit, die Krabbe. Mist. Na gut. Ich glaube, hier ist sogar eine klitzekleine Abkürzung, aber ich weiß nicht, ob die wirklich was abkürzt. So, rote Rakete, schieße ich mal nach hinten. Und ich habe niemanden getroffen, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Zumindest habe ich nicht Shadow getroffen. Oh, fuck. Das war jetzt der ungünstigste Zeitpunkt vielleicht. Na klasse. Ja, genau. Genau, und jetzt geht's wieder los. Es wurde irgendwas. Das ist immer das, was irgendwie doof ist, wenn du so Kanten hast und du so richtig dumm hängen bleibst. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Mario Kart gibt es das auch weniger als hier. Das ist wirklich das Einzige. Da ist dann dieser Faktor, ob ich die Strecke kenne, so entscheidend. Weil so eine Kante kostet einen so viel mehr Zeit. Bin ich jetzt zu weit geflogen? Tolles Streckendesign. Unglaublich. Ich bin zu weit geflogen. Jetzt bin ich Sechster, ey. Leck mich. Das gibt's einfach nicht. Okay, vielleicht kriege ich einen All-Star. Das wäre ja mal ganz fair. Ich meine, jeder Pimpel kriegt hier ständig irgendeinen All-Star oder so. Also hoffe ich mal. Hallo, ich bin Sechster und ich krieg einen grünen Handschuh. Ist das ein Witz, Mann? Ja, natürlich, ein Amigo kriegt den All-Star. Jetzt muss ich aufpassen, dass der mich hier nicht einfängt. Ich gebe jetzt mal Vollgas, weil wenn er mich einfängt, komme ich mich die halbe Strecke nicht mehr voran. Weil man sich dann bei ihm einreihen muss. Das wäre extrem ätzend. Los, fa 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 fa. Ja, okay. Okay, zwei abgeschossen und ich werde abgeschossen schon wieder. Leck mich, ey. Das gibt's einfach nicht. Schon wieder Sechster. Och, komm, All-Star, 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 All-Star. Der Regenbogen. Der Regenbogen. Ein Item, was ich nur für jemanden. Es sind nur zwei Leute hinter mir. Warum krieg ich einen Regenbogen? Fuck it. Fünfter. Krieg ich den vielleicht noch? Wurde getroffen. Vierter. Nein. Nicht dein Ernst. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Also das ist doch ab. Also echt, das ist doch beschiss gewesen. Ja, natürlich, kommt noch so ein blöder grüner Handschuh, weißt du? Ich habe die ganze Zeit A gehämmert wegen des Schildes. Und dann kommt es einfach nicht schnell genug. Oh, die Strecke ist assi. Oh, die ist richtig assi. Ich weiß noch, als ich das wirklich viel gespielt habe, konnte ich diese Strecke echt perfekt fahren. Und habe dann mit riesigem Vorsprung gewonnen. Weil die Computer hier selbst sowas von gar nicht klarkommen auf der Strecke. Also wenn man hier eingefahren ist, gewinnt man so locker, wenn man die Strecke noch kennt. Aber ich erinnere mich nur noch an ganz wenige Details wie den Anfang hier. Und eine komische Holzbrücke gab es irgendwo. Daran erinnere ich mich auch noch. Und hier wäre ich schon mal fast rausgefahren. Fängt gut an. Oh Mann. Ach, was wird der gute Pflaster jetzt sagen? Lecco mio. Oh Mann, ich glaube, vor den nächsten zwei Cups sollte ich vielleicht auch noch eine Runde trainieren, ey. da habe ich jetzt Schwein gehabt. Und in die Bananenschale. Hey. Okay, es hat nicht funktioniert hier. Da bin ich auch gegen. Oh Mann, ich muss die Strecke erstmal kennen. Oh, All-Star, yes. Den nutze ich jetzt auch. Was? Der All-Star ist echt ins Aus? Unglaublich. Das erinnert mich an Mario Kart Double Dash, wo man mit dem Kettenhund ständig ins Aus gefallen ist auf der Sternstrecke. Es ist lustig, dass hier drüber laufen kann. Ich muss sagen, ich finde den super cool, den Olzer. Einfach weil der cool aussieht. Ich finde den total Hammer. Okay. Oh Mist, hier bin ich zu hart gegenfahren. Okay. Also hier muss ich eventuell vom Gas gehen, nicht so, ne? Aber wir sind Erster, das ist das Wichtigste. Der Olzer hat uns richtig nach vorne geprescht. Da merkt man auch, wie ultimativ manche Olzers sind. Also letztendlich so, die Chuchus sind eigentlich scheiße, aber der Olzer ist mega gut. Und bei Shadow zum Beispiel ist der All-Star cool, aber der bringt eigentlich unbedingt so krass voran. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch so andere All-Stars, die gut sind, wie Bonanza Bros. Wobei die einen, glaube ich, immer nur auf den zweiten Platz bringen. Die bringen einen, glaube ich, nie auf den ersten Platz. Okay. Oh Mist. Okay. So und? Keine Ahnung. Irgendwas wurde getroffen, aber ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe. Ich habe nur Shadows Kopf rollen sehen.
Aber der Vorsprung sieht schon ziemlich gut aus, weil auf der Karte sind ja alle Links da oben markiert. Insofern scheine ich ganz guten Vorsprung zu haben. So, jetzt zeigen wir mal unsere Skills hier. So, rauschen wir hier mal rum und gewinnen jetzt locker das Match. Der Vorsprung ist so groß, ich glaube einfach, dass das reicht. Wenn ich jetzt nicht dreimal ins Aus fahre, dann gewinne ich das locker jetzt. Jetzt schießt mich auch keiner mehr, obwohl. Hier mal kurz angekarrt, nicht so schlimm. Ich dachte, der wird jetzt über den Windschatten, aber dann hat den Oldster. Sehr gut. So, dann muss ich hier rum. Hier könnte man auch abkürzen. Aber das traue ich mir jetzt einfach nicht zu und ich will auch den Sieg jetzt mitnehmen, um nicht komplett alle Hoffnung im Cup zu verlieren. Hab ja schon ein bisschen Rückstand gehabt. Obwohl der sich in Grenzen hält. Muss man auch sagen, ich habe ja relativ wenig Rückstand gehabt. Also wenn es gut für mich läuft, führe ich nach dem Rennen vielleicht sogar. So, zack. Ah ja, das sieht echt gut aus. Also da ist sowas von gewonnen. Bin echt gespannt, wie viel Vorsprung ich hatte. Ein bisschen absurd, dass die KI hier so schlecht klarkommt mit der eigenen Strecke. Das ist schon irgendwie witzig. Gut, das war's. Sieg. Zum Schluss habe ich mich wieder an die Strecke erinnern können. Okay, 13 Sekunden Vorsprung. Das sind für dieses Spiel gesehen Welten. Und ihr führt tatsächlich mit einem Punkt. Yay! Aber ich befürchte, dass ich dann gleich abkacke, denn ich weiß, der Rokkaku gehört auch zu meinen Anti-Strecken. Ist nicht so, dass ich die nie gewonnen habe, aber ich hasse diese Strecke. Ich hasse die echt. Die ist schlimm. Die ist einfach schlimm. Und da gibt es auch eine Abkürzung und die ist total scheiße. Und die ist, glaube ich, auch mit den Chuchus so gut wie unmöglich. Also die kann man schon fahren, aber das ist einfach nur das pure Grauen. Deswegen habe ich hier den absoluten super Nachteil. Mit den Chuchus kann man diese Abkürzung einfach nicht effektiv benutzen. Das heißt, ich verliere extrem viel Zeit. Falls die CPUs diese Abkürzung nehmen sollten, dann kann ich eigentlich das Rennen schon kaum noch gewinnen. Ist ja nicht, kriegt man Olds in der letzten Minute oder so. Aber auch so ist die Strecke total assi. Ich weiß nicht, das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, ich sehe alles nicht so richtig gut. So, wenn man das jetzt so als Let's Play sieht, fällt einem das vielleicht nicht so auf, keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie nicht so die Sicht habe, die ich gerne hätte. Weiß nicht, es fühlt sich immer unübersichtlich an. Manchmal biege ich auch einfach in die falsche Richtung ab, weil irgendwie mich irgendwas von der Strecke verwirrt. Die ist irgendwie, ja, eigentlich ist die ja ganz cool gemacht, so, hier geht es irgendwie in Abkürzung. Aber ich nehme die jetzt einfach nicht, weil ich führe eh und dann soll es mir egal sein. Vielleicht zeige ich sie in der letzten Runde oder so, keine Ahnung. Und da wurde ich überholt tatsächlich, weil jemand die Abkürzung genommen hat. Zwei Leute, toll. Okay. Wie gesagt, wenn die Abkürzung nehmen, dann ist es mit dem Siegen schon fast unmöglich, weil die spart gut Zeit, wenn man einen guten Charakter hat. Beziehungsweise vielleicht schafft es die CPU ja rum zu manövrieren, aber mit den Chuchus ist es echt einfach nur grauen. Einfach nur ätzend. Okay, hat ein Schutzschild, toll. Ah, egal, gleich haben wir sie. Och nee, jetzt wird immer abgeballert. Ach. So schön aufgeholt. Und jetzt wieder zweiter. Okay, den haben wir wenigstens mit dem Schild gehabt. Sehr schön. Aber trotzdem, furchtbar. Olle, blöde Zippe. Oh, hier geht's nicht rum. Mist, ich dachte, man könnte hier rauf. Shit, das hat jetzt echt mega Zeit gekostet. Und sofort fünfter. Super ärgerlich. Naja, immer drei rote Raketen mal. Ist ja auch mal Luxus. Aber gut, ich war auch fünfter. Also irgendwie ist es dann das Mindeste. Okay, und ich vierter. Naja, es ist natürlich hoffnungslos. Aber ich zeige. Ach nein. Ich hoffe, der ist jetzt ganz hinten. Wenn ich jetzt bis hierher kommen sollte, ist das. Scheiße. Mist. Das ist jetzt super dumm. Okay, klasse. Das hat richtig Zeit gekostet. Ja, super. Super. Ja, na super. Oh komm. Ja, und jetzt reicht das die Geschwindigkeit nicht. Super, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Was für eine Scheiße. Das war eine echte Combo. Mann. Okay, den Cup gewinne ich nicht. Keine Chance. Unmöglich, dass mein Konkurrent ja so jetzt. Hier ist die. Ah, genau. Das ist schon schwer zu nehmen, den blöden Chuchus. Und. Ach, hier geht's lang. Oh Gott. Da kommt diese Kack-Chuchus noch nicht mal richtig rum. Und irgendwo, wo geht's hier lang? Ach, hier. Oh Mann, ich hasse das.
Oh Mann. Ja, super. Siebter. Oh Mann. Okay. Ja, Pflaster jetzt bestimmt gefallen, aber. Na, oh, was? Wir sind doch Zweiter geworden. Wow. Unglaublich. Naja, Glück im Unglück. Okay. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und lasst euch jetzt mit der Siegerehrung allein und lasst ein Däumchen da, teilt es, liked es. Kommentiert doch gerne. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Cup, der dann auch schon der vorletzte ist. Und der letzte Cup kommt dann als Special beim guten Flass-TV als Gastbeitrag. Und ich wünsche euch damit noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann bei Atlas Reactor. Ciao, ciao. Und besucht mal Flass-TV.